Eine Klausuraufgabe zur kinetischen Gastheorie. In einem Behälter befindet sich Sauerstoff bei einem Bar. Bei welcher Temperatur beträgt die mittlere Geschwindigkeit der Moleküle im Behälter 1000 km pro Stunde? Nach der Wechsel-Boltzmann-Theorie ergibt sich die mittlere Geschwindigkeit in einem Gas zu Wurzel 8 RT durch Pi mal M. R ist die Gaskonstante, T die Temperatur in Kelvin. Und groß M ist die Molmasse. Wir können diese Gleichung nach der Temperatur auflösen und erhalten T gleich V Quadrat mal Pm durch 8R. 1000 km pro Stunde entsprechen 277,78 Meter pro Sekunde. Eingesetzt in die Gleichung ergibt sich eine Temperatur von 116,6 Kelvin. Zum Vergleich, diese Temperatur liegt nur wenig oberhalb des Siedepunktes von Sauerstoff, welcher bei 90 Kelvin liegt.